Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier zu unserem SimmtMHD-Simulator. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich würde sagen, auf die Länge kommt es an. Wir sind heute mal mit einem Tatra unterwegs, aber ja, einem KT plus ja mit einem weiteren Mittelteil. Kennt man so gar nicht. Also ich aus Berlin zum Beispiel, ne, wir kennen diese Geräte nicht. Ich glaube aber, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wo genau das war. Aber so ganz fremd ist sie mir dann doch nicht. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Ja, so eine Konstellation zum Beispiel in Lotus, das wäre natürlich auch eine wundervolle Sache. Na, mal gucken, mit der Zeit, denke ich mal, wird das Ganze dann dementsprechend auch nachgerüstet werden. So, aber wir sind heute auf der Linie 2 unterwegs in Richtung Nadrazi und da wollen wir, wie gesagt, hinfahren, deswegen Stromabnehmer nach oben. Kollege kommt schon, wir haben jetzt genau noch 2 Minuten, also von daher heißt es jetzt aufrüsten und uns viel Freude hier wünschen, deswegen werde ich das Ganze jetzt soweit schon mal aufrüsten. Und hoffentlich sind wir jetzt dementsprechend startklar. Deswegen los geht's. Fahrgäste sind auch da. Klingt leider ein bisschen anders. Klingt nicht wie mein, mein CKD, meine letzte Tatra. Das war eine geile Soundkulisse. Wahnsinn. So, Türen auf, alles einsteigen. Und 20 Grad, so sieht's also aus. Steigt alles ein, bitte. So, und die Türen schließen. Fantastisch. Eigentlich habe ich es aktiviert, meiner Meinung nach, aber weiß ja nicht. Auch wie hier, ne, am helligsten Tag hier. Aber eigentlich brauchen wir die Pfeile gar nicht, weil wir sehen ja eigentlich, bei der Straßenbahn sollte das ja einfach sein, zu wissen, wo wir hinfahren müssen. Aber auf jeden Fall muss ich noch einmal mit dem CKD fahren, also mit der normalen Tatra. Das war eine geile Soundkulisse. Wahnsinn, das hat Spaß gemacht. Das hat mega Spaß gemacht. So, ja, alles rein. Die Fahrgästezahl steigt nicht mehr. Können wir die Türen schließen. Normalerweise, ne, würde man jetzt hier in den Spiegel gucken. Gibt es ja leider nicht. Ach so, ja, wir müssen uns angewöhnen, langsam mal hier beim Abfahrt dann auch zu klingeln. Dam. Fantastisch. Ah, da haben sie zum Beispiel auch ihr eigenes Symbol da oben an der Tankstelle dran. Das finde ich auch mal putzig. Ja, also an sich muss ich wirklich sagen, bin ich recht zufrieden mit SimmtMHD. Ja, wenn man sich da wirklich reingefuchst hat, wie das Ganze dann natürlich auch mit der Sprache und alles, was funktioniert. Klar, wie gesagt, es ist nicht Berlin oder Deutschland oder sowas, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber so an sich fühlt sich das vom Simulator-Gefühl her richtig an, ja? Was ist los? Was ist rot, Alter? Fühlt sich das halt einfach richtig an. Und das finde ich, das macht halt jetzt gerade relativ spannend und ist so ein Zwiespalt für mich jetzt hier zu sagen, so nach den 3 Monaten unterstütze ich die halt nicht mehr. Weil irgendwie, weiß ich nicht, würde ich die gerne weiterhin unterstützen. Aber wenn natürlich der Content fehlt, ne, will man natürlich auch nicht ohne Grund halt Geld ausgeben. Ich denke mal, absolut verständlich ist in dem Punkt. Deswegen, also gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Müssen wir halt irgendwie gucken,
dass wir das dann irgendwie so irgendwie hinbekommen. Aber also ich muss sagen, jetzt nach dem ganzen Spielen, jetzt in den letzten Tagen, die letzten Folgen halt auf jeden Fall, ja, meiner Meinung nach ist sehr positiv halt über SimMHD. Klar, wie gesagt, Fehler, ne, und dass das halt wirklich nicht an dem Niveau halt von Omsi oder Lotus halt ranreicht, ja, brauche ich nicht zu sagen, ne? Aber ich gebe denen halt in einer anderen Richtung halt die Chance, halt auch zu beweisen, dass es halt auch andere Nahverkehrssimulatoren gibt, außer halt bei den Standard-Simulatoren. Von daher weiß ich nicht, also so vom Feeling her, wie sich das Ganze halt verhält, wie man hier fährt, von der Soundkulisse und alles sowas, ja, bin ich eigentlich schon positiv begeistert halt, ja. Was halt negativ halt aufstößt, ist klar diese minimale Sichtweite, ja, dass wir zum Beispiel jetzt da einfach so ins Leere reingucken, ist nicht professionell, ja, da wäre auf jeden Fall noch mehr drinne. Aber wie gesagt, vielleicht liegt das halt noch mit der Entwicklung zusammen oder sowas. Wie gesagt, auch in den Kommentaren wurde geschrieben, dass jemand schon das Ganze schon über ein Jahr supportet, ja, da weiterhin auch dran ist. Und wäre natürlich interessant zu wissen, ob sich in diesem einen Jahr zumindest was getan hat, ja. Dass man da irgendwie sagen kann, ja, da ist zum Beispiel das Fahrzeug reingerutscht oder die Strecke wurde erweitert. Irgendwie sowas in der Richtung. Da irgendwie mehr Informationen, das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig nice Sache. Und wenn da halt jetzt Zustimmung halt dementsprechend kommt, dann könnte ich mir auch dann direkt vorstellen, dass man das Ganze dann auch weiterhin dann unterstützt denn und dem Ganzen vielleicht eine Chance gibt, da irgendwie, ja, längerfristig da auch irgendwie dran zu bleiben an der Simulation. Aber wie gesagt, nutzt dazu gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es einfach mal unten mit rein und dann lasst es mich wissen. Ja. So. Ich hätte gern einen Fahrtsignal, denn ein gesperrtes Signal ist nicht so cool. Ich will fahren. So, und jetzt gib mir. Oh, ja, gib mir immer noch kein Signal. Jetzt müssen wir gleich rüberfahren. Jetzt ist auch kein Bock hier, Stunden zu stehen. Ich hab mal Enter gedrückt, wer weiß. Vielleicht müssen wir uns ja auch anmelden. Oder das Signal hier funktioniert einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Weil jetzt haben wir nämlich wieder die, aber wir nicht. Interessant. Ich gucke ja schon die ganze Zeit, ob da vorne irgendwie das Signal sich verändert. Aber auch das war jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, da war jetzt nichts gewesen. Bing, 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 bing. Das klingt irgendwie voll traurig. Oh, lass mich doch durch. Normalerweise bedeutet das hier, wir können dann losspeeden. Wenn wir ein bisschen vorne an dem nächsten Signal angekommen sind, haben wir auf jeden Fall unser Fahrtsignal, damit wir dann auch schnell die Kreuzung räumen können. Aber wie gesagt, in der Richtung passiert dann nichts. Wir haben jetzt auch schon Verspätung. Also wir stehen jetzt hier schon seit 2 Minuten und es passiert halt einfach rein gar nichts. Dann tut es mir leider leid. Mal gucken, mal, der Kollege, achso, der hat jetzt. So. Ja. Jetzt kommt der Kollege noch? Ja, kennt mir jetzt, also kennt man nicht, ne? Weil wir waren ja mal allein unterwegs. Ah, guck mal, jetzt. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Verspätung. Jetzt haben wir Verspätung 2 Minuten, aber auch nur, weil wir jetzt so lange an der Kreuzung standen. So. Später kriegst du wahrscheinlich nie wieder raus.
So. Alle drin? Alle drin. Oh, wir haben schon wieder ein gesperrtes Signal. Ist doch nicht zu glauben. Ist doch nicht zu glauben. Kollege kommt auch schon von hinten, wartet jetzt natürlich oder muss warten, obwohl da müsste ich hier. Naja, vollständig passt hier nicht rein. Heieiei. Aber schon deutlich was los hier. Aber waren wir so gut unterwegs gewesen? Jetzt war das alles auf grün. Fantastisch. Aber die gehen jetzt rot, die Nebenstraße. Dann haben wir jetzt gleich Fahrt. Und dann schnell weiter. Wir haben 2 Minuten Verspätung, das gibt's nicht. So, 14:40 ist Ankunft in Nadrazi. Keiner steckt mir ein, alles klar. Oh, was jetzt doch? Das ist gerade noch aber in den Tischen gerutscht. Scheint hier außer Betrieb. Soll uns nicht stören. Wiederholt. Das ist nicht auszuhalten. Nicht auszuhalten ist das Ganze. Ja, mit Verspätung schon reinkommen. Fantastisch. Ich glaube, das liebt jeder. So, passiert noch was? Alle drin. Kollege, das Licht tun wir direkt. Oh, das ist ja ein schöner reger Straßenbahnverkehr hier, ja. So, wundervoll. Jetzt haben wir es zumindest auch am Tage gesehen, wie das Ganze so ausschaut. Ja, also kann sich auf jeden Fall, braucht sich nicht verstecken, sage ich mal. Ja. Was ist passiert? Die Weiche lag doch. Ah nein, sie lag nach geradeaus. Warum sagt ihr denn aber, wir sind hier rum? Oh mein Gott, wir hätten die Weiche stellen müssen. Alles falsch wieder gemacht hier.
Tja, wir müssten jetzt eigentlich rückwärts fahren, kommen aber nicht rückwärts, weil, wie gesagt, Kollege hinter uns steht. Nein, ist leider nicht so. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Kaputt, alles kaputt gemacht. Bio macht hier alles kaputt. So, jetzt haben wir auch, jetzt ist ein Defekt. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Alles klar, wir hätten hier scheinbar noch die Weichen irgendwie stellen müssen. Gut, also damit habe ich da, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles klar, ja Leute, dann wie gesagt, soll es gewesen sein, Bio macht hier alles kaputt, also auch das funktioniert hier in SimtMHD, man kann hier falsch fahren, ja, obwohl der Fahrplan drin ist, damit hätte ich jetzt, das hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, ja, wir hätten jetzt bis zum Ende fahren müssen, jetzt einmal drehen müssen, dann hier rein, oh, das hätte Verspätung gegeben, oh, Leute, das ist gar nicht so gut, aber nun gut, das wie gesagt für die heutige Folge, das wird auf jeden Fall noch ein Highlight, also von daher, unbedingt dranbleiben, nächste Folge einschalten und SimtMHD genießen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.